Voller Freude darf ich dich heute hier begrüßen, denn die Zahlen 1111 begleiten jede Meditation und jedes Wort, welches jetzt in diesem Augenblick zu dir gesprochen wird. Und so wird diese Meditation immer die Energie von 1111 tragen, auch wenn du sie später anhörst. Und nun bitte ich dich, innerlich vorzubereiten, all diese Energien zu empfangen, welche heute durch meinen Kanal zu dir fließen werden. Beginne einfach, das Licht der Liebe einzuatmen und lege jetzt schon deinen Fokus auf die 11, auf zweimal die 11. Werde dir innerlich bewusst, welch ein großartiger Tag dies heute ist und welch eine großartige Energie heute zu dir fließen wird. Beginne, diese Energie einzuatmen und beginne dich, mit dieser Energie auszudehnen. Lasse dir dazu so viel Zeit, wie es sich gut und richtig anfühlt. Atme ganz bewusst die Energie von 1111 in dich hinein. Vielleicht wird es dir ein wenig warm dabei, dann lass es geschehen. Denn die Anbindung an die höchste Frequenz der Liebe aus deinem Herkunftsfeld ist jetzt schon für dich spürbar. Es ist die Anbindung deiner Seele an die Liebe. Denn du bist Licht und Liebe. Und so werde dir dies immer mehr bewusst, indem du immer weiter die Energie von 1111 einatmest. Und vielleicht spürst du auch, wie dadurch dein Herz immer größer wird, wie dein Herz sich voller Energie von 1111 ausdehnt und du so ganz zu dir selbst kommst und deine Seele fühlst. Denn der Kontakt zu deiner Seele ist sehr wichtig in dieser Meditation, denn es ist deine Seele, welche dich dorthin führen wird, wo du Kodierungen in deinem System eingespeist hast, welche dich jetzt, heute, im Hier und Jetzt daran erinnern werden, in die göttliche Ordnung einzutreten und eine Regeneration deiner Zellen hervorzurufen. Und so werde dir noch einmal ganz intensiv bewusst, dass du jetzt den Weg des Lichtes betrittst, dass du jetzt begleitet von der tiefsten Liebe deiner Seele den Weg des Lichtes zu dir selbst betrittst, dass du jetzt in das Wirklichkeitsfeld in deiner Seele eintauchst, das Wirklichkeitsfeld von 1111. Dieses Wirklichkeitsfeld trägst du schon seit Anbeginn der Zeit in dir, und dieses Feld bringt dich dazu, dich immer wieder daran zu erinnern, wer du bist, dich immer wieder mit der göttlichen Ordnung zu verbinden, die voraussetzt, dass du hundertprozentig gesund bist. Es ist die göttliche Ordnung, die das Ideal deiner Zellstruktur beinhaltet. Und diesem Ideal kommst du heute einen großen Schritt näher. Und so atme bitte immer weiter die Energie von 1111 in dich hinein. Ich beginne nun, die geistigen Wesen zu rufen,
Ich rufe alle Heilerengel. Ich rufe die alten Götter mit ihrer Weisheit. Und ich rufe alle Herkunftseltern. Und du, ich bitte dich, jetzt auch ganz persönlich deine Herkunftseltern zu rufen. Denn sie haben dich begleitet, als dein Licht entstand. Und wenn du dein hohes Selbst kennst, dann rufe dies jetzt auch. Ich rufe das Licht und die Liebe des Universums. Diese Energien leuchten vor dir und ich bitte dich, dieser Lichtspur jetzt zu folgen, denn es ist deine Seele und deine inneren Helfer, welche dich in dein Herkunftsfeld tragen, welche dich dorthin tragen, wo du einstmals entstanden bist, wo dein helles Licht entstand. Und dort gibt es in deiner Ursubstanz einen Bereich, welcher für die Regeneration deiner Zellen wichtig ist, welcher die Energien und die Codes der Verjüngung trägt. Und so bringen dich deine inneren Helfer genau in diesen Bereich. Mit einem tiefen Atemzug tauchst du in diesen persönlichen Bereich der Wirklichkeit ein, das Wirklichkeitsfeld, welches dich mit deiner Herkunft verbindet. Es sind die Engel des Lichtes und der Liebe, welche dich empfangen. Und sie werden nun die Energien der Verjüngung in dir aktivieren. Bevor sie beginnen, werden sie die Balance zwischen deiner weiblichen und männlichen Energie herstellen. Sie werden dich ausgleichen und erden, denn je tiefer du jetzt in diesem Moment geerdet bist, umso mehr kannst du von den göttlichen Energien der Verjüngung aufnehmen. Dies geschieht wie von ganz allein und die Erdung wurde vollzogen. Und ich bitte dich jetzt, in der tiefsten Absicht, welche du trägst, dein Herz zu öffnen, all deine Zellen zu öffnen, deine Kanäle zu öffnen, um das in Empfang zu nehmen, was jetzt an Energien der Regeneration und Verjüngung und Heilung zu dir fließen wird.
Ich bin, der ich bin. Ich bin das Licht der Liebe. Und spreche den göttlichen Gruß zu dir. Und O Mata Sat, geliebtes Menschenkind, ich bin Jesus. Und ich stehe vor dir, voller Freude, betrachte dich und dein Lichtkleid. Und ich sehe den Glanz, den du trägst. Dieser Glanz zeichnet dich aus als Lichtarbeiter. Und deswegen, weil du heute hier in dieses Herkunftsfeld eingetaucht bist, wird sich deine Seele an all das erinnern, was es bedeutet, in der göttlichen Ordnung zu schwingen. Jesus ist gekommen, um die Spuren aus deinen Zellen zu entfernen, welche dich noch daran hindern, all diese Energien aufzunehmen. Durch viele Inkarnationen haben sich Strukturen in deinen Zellen gebildet, welche in diesem Moment hinderlich sein können. Und deswegen berühre ich dich mit meinem Licht und meiner Liebe, berühre ich jede einzelne Zelle, fülle sie auf mit Liebe und Licht, sodass du noch mehr erstrahlst, dass du bereit bist, noch mehr von den göttlichen Energien zu empfangen, welche dir übertragen werden. Dein Herkunftsfeld umgibt dich. Es ist die ideale Lichtstruktur deiner Göttlichkeit, welche dir jetzt übertragen wird, welche sich mit den Erinnerungen deiner Seele verbindet, welche erfrischt wird, neu aktiviert wird und sich jetzt ausdehnen darf. Lasse dich einfach tragen von diesen Energien, denn sie wirken für dein allerhöchstes Wohl. Sie bringen Gesundheit, sie bringen Heilung, sie bringen Verjüngung und Regeneration. Dein System bekommt eine Reparatur hin zur göttlichen Ordnung, in deine ideale Lichtstruktur, welche sich verbindet mit deinem Körper, hin zu deinem idealen Körper. Deine Kodierungen werden aktiv und deine Seele darf sich erinnern, wer du in Wirklichkeit bist. Deine Seele darf sich auch erinnern an deinen idealen Körperbau, an die ideale Funktion all deiner Körperteile und Organe. Atme die Energien von 1111 ein. Du befindest dich nun in deiner idealen Struktur. Atme diese Energien ein.
Erlösung geschieht, Heilung geschieht. Die goldenen Wunder breiten sich um dich herum aus. Sie tragen dich in das höhere Bewusstsein von 1111. Und du erkennst, dass der Weg, den du begonnen hast zu gehen, der richtige ist. Du fühlst genau, wo das Licht leuchtet und folgst diesem Licht. Und so verankere ich für dich all das, was du jetzt aufgenommen hast, in deinem System und in jeder Zelle. Die Verankerung erfolgt ohne Worte und ich tue es jetzt für dich. Etwas Neues durfte heute geschehen, etwas für dich ganz Neues. Deine Zellstrukturen wurden erneuert, aufgebaut, mit Liebe und Licht angefüllt. Deine Seelenerinnerungen wurden aktiviert. Und der Zugang zu deinem göttlichen Wissen wurde freier gemacht. Und damit der Zugang zu einem glücklichen und erfüllten Leben geöffnet. Denn all dies gehört dazu. Genieße noch ein wenig die Energie, welche ich für dich halte, welche ich voller Liebe für dich halte. Die Engel singen für dich. Sie singen die Worte der Heilung, der Regeneration und der Verjüngung für dich. Der himmlische Chor begleitet dich, wenn du es erlaubst, die nächsten Stunden. Und so fühlst du vielleicht, wie sie dich tragen, wie sie dich sanft wiegen, diese Töne, die Töne der Vollendung aus der Wirklichkeit, voller Liebe für dich gesungen. Und nun darfst du deine inneren Helfer widerrufen, damit sie dich sanft, voller Achtsamkeit wieder zurück in dein Hier und Jetzt bringen. Es geschieht wie von ganz allein. Und Jesus streicht dir noch einmal über deine Haare, über dein Haupt. Berührt dein drittes Auge und sagt dir die Worte der Liebe. Ani ohevet otrach. Du bist so unermesslich geliebt. An Anasha. Mein allerliebstes Menschenkind, du hast gehört, was Jesus zu dir sagte. Und ich wünsche dir noch ganz viele schöne Stunden mit dem himmlischen Gesang. Komme jetzt
in deiner Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege deine Hände, deine Füße und öffne deine Augen. Und hab ganz viel Dank, dass du heute hier warst.